Hallo zusammen, Winterzeit ist Kühlschrankzeit, dann denkt sich jeder, spricht er nicht ganz richtig, sondern es ist schon so. In der Winterzeit, da machen wir fremde Reparaturen, da haben wir auch mehr Zeit zum Reparaturen durchzuführen und dann reparieren wir halt auch wieder mal Sachen, was wir eigentlich gar nicht glauben. Ich habe hier einen Weinschrank. Picobello, schön. Super, und hat ein Maß, das muss so sein, weil es da reinpasst. Und dieser Kühlschrank, dieser Weinkühlschrank, hat den Geist aufgegeben, Kompressor kaputt. Und wenn ihr so im Elektrofachgeschäft sind oder sonst so, sagt einer, ja, Kompressor kaputt, also kaputt ist schon mal kaputt. Ein Kompressor. Ja, da ist immer der Kompressor. Und den Kompressor setzen, das lohnt sich nicht, das kann man nicht machen. Das ist, klar, kostet das 800 Franken oder 700 Franken, hier einen neuen Kompressor reinzusetzen mit einem neuen explosiven Kältemittel, bla bla und so weiter und so fort. Es geht, das ist überhaupt kein Problem. Ja, er müsste einen neuen kaufen. Nee, wir reparieren diesen Kühlschrank, weil der sieht noch toll aus. Und er passt genau in dieses Loch rein, in seinem, keine Ahnung was, in einem Möbel. Da wird der Kompressor setzen. Winterzeit, da kann man solche Arbeiten machen, da haben wir Zeit. Im Sommer, da sind wir, im Sommerzeit ist Arbeitszeit, im Winterzeit ist Kühlschrankzeit. Hier neue Kompressor rein, ist keine Hexerei. Wieder einstecken, läuft, der lief jetzt bei uns auf Probe, hat einen deutschen Stecker dran, aber das spielt ja in der Schweiz gar keine Rolle. Vielleicht ist er auch aus Deutschland, nein, er kommt aus der Schweiz, wurde in Deutschland gekauft mit einer ganz speziellen Möbel und dieses Möbel zu ändern, das hat keinen Sinn. Da ist die Kühlschrankreparatur immer noch viel günstiger, als hier irgendwie einen Ersatz zu finden, den ich nicht finde. Aus diesem Grund vom Video, Sommerzeit ist Sommerzeit und Winterzeit ist Kühlschrankreparaturzeit. Wenn ihr mehr erfahren wollt, was wir so machen, was wir umbauen, reparieren, bauen, gebt mir ein Abo und ich wünsche euch einen schönen Tag.